So, hallo, willkommen zur Apple Special Session. Heute direkt vor meinem Garten. The doors are open. Das heißt, wenn wir da jetzt in Richtung Schillerstraßen gehen, schauen wir mal, das ist mein Haus. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Schwupps, schwupps. Jupp. Das richtige T-Shirt habe ich heute auch. So, the doors are open. Es ist 18 Uhr. Extra noch zusammengekramt für euch. Besser gesagt, Rasen gemäht. Dass das wirklich schön ist. Ich meine, es ist ja jetzt eigentlich fast zu schön, dass wir uns reinsetzen, obwohl die Sonne geht jetzt im Moment unter. Gell? So schaut es bei mir da aus. Gut, ich begebe mich in die Kommandozentrale, werde mich dann kurz wegschalten, weil ich da umschalten muss und dann starten wir direkt durch. Aber ihr könnt ja mal live dabei sein, wenn ich da raufgehe zu meiner Kommandozentrale. Ups. So, sehen wir, da werden wir jetzt gar nichts mehr. Mal über das Ganze. Ups, ups, ups. Gut, da sind wir. Warte, Joyce. Okidok. Zusperren, damit keiner kommt. Okay. So, das heißt, in wenigen Sekunden geht's los. Bitte, wie gesagt, an die Spielregeln halten, alle die Mikrofone ab. Wenn wer Fragen hat, bitte auf alle Fälle dann natürlich das Mikro live schalten und sofort was fragen. Es soll eine ganz gemütliche Session sein. Ich hoffe, ihr habt was zum Trinken dabei. Und wir schauen einmal, wie lange wir machen. Ja, nicht allzu lang, weil sonst könnte man bis Mitternacht wahrscheinlich auch tun. Gut, ja, und wer halt nicht einverstanden ist, dass wir ein paar Sequenzen auf der Homepage veröffentlichen, müsste halt die Session verlassen. Okay? Aber ihr könnt ja sowieso dazukommen und gehen, wie ihr wollt. Die, die es interessiert, bleiben. Okay? Also bis in ein paar Minuten, dann habe ich alles startklar. So, herzlich willkommen in meiner Kommandozentrale. Musik spielt schon. Es ist alles da. Schauen wir mal. Tipptopp. Gut, ich hoffe, es kann mich jeder verstehen. Und wir machen eine lässige Session über alles, was jetzt so an Themen gibt. Ich kann euch alles live sagen. Jeder kann Fragen stellen. Und wir können einfach Spaß haben an der Technik, weil es gibt da sehr viel zu zeigen. Manche kennen es schon, manche kennen es nicht. Ich möchte auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht der, der für Apple Web Werbung macht. Das möchte ich nicht. Also, weil dann heißt es immer, der macht nur Werbung für das. Ich habe es halt in Verwendung und kenne mich diesbezüglich am besten aus, würde ich mal sagen, weil ich einfach jetzt über 10 Jahre Apple Distinguished Educator bin und weiß nicht, in der ganzen Welt die Konferenzen mitgemacht habe, teilweise auch mitentwickelt habe, so wie da zum Beispiel das iPad, das AirPlay. Und ja, und einfach immer am neuesten Stand war, die neuesten Geräte verwendet habe und zwar nicht jetzt immer mit Kopf bin, weil jetzt filmt gerade, hallo, ein iPhone 11, was ja grob fahrlässig ist, weil es gibt ja schon das 12er und vor allem in Violett. Aber man muss da nicht immer mit, auch bei dieser Produktpräsentation, der jetzt gerade war, beim Apple Spring Event am Montag, muss ich sagen, habe ich jetzt da ja eh die letzte Ausstattung und nur, dass ich einen M1-Prozessor drin habe, das bringt es dann nicht wirklich für mich, dass ich da noch einmal 2.000, 3.000 Euro einwerfe. Gut, so, machen wir mal die Musik aus. Jetzt machen wir mal einen Stresstest. Wer lustig ist, schaltet seine Videos frei, dass ich euch sehen kann, weil normalerweise müsst ihr das aushalten. Wir sind jetzt insgesamt, warte mal, dass ich das da schaue, wie viel sind wir denn jetzt eigentlich? 15 Teilnehmer, ja, lasst es euch anschauen, oder auch nicht, weil ich sehe teilweise nicht einmal gescheite Profilbilder von euch. Der Lukas hat eine Katze, ist das deine Katze? Jupp, super, okay, gut, ja, womit haben wir an oder was tun wir? Schauen wir mal. Ja, das Erste, was ich mache, ich meine, ich muss jetzt nicht permanent live auf Sendung da sein, ich kann mir das Video ruhig abschalten. Ich schalte mal den Bildschirm frei, weil das ist einmal das Wichtigste, dass wir irgendwas sehen. Gut,
So schauen wir jetzt zur Zeit aus. Ups, da rupfen wir schon die Leute hoch. Okidok. Das heißt, die ganze Session findet jetzt am MacBook Air statt. Das MacBook Air habe ich kurz vor Weihnachten gekriegt. Das hat jetzt schon den M1 Prozessor, ist eben ultra, ultra, ultra schnell. Und ja, da können wir jetzt uns ein paar Dinge anschauen. Ich habe mir ein paar Dinge überlegt, aber wir können auch alles machen, was euch interessiert. Oder mal abchecken, ob Dinge gehen. Ich meine, am Anfang möchte ich mal ein paar Sachen ausprobieren. Der Lukas, vielleicht, du hast gesagt, du sitzt am PC, gell? Vielleicht machen wir mal diese Session, dass ich mal zu dir in dein Zimmer komme. Schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen. Das heißt, kannst du mal öffnen teamviewer.de. Cookies akzeptieren. Lukas, du kannst dein Mikro jetzt voll einschalten, gell? Das ist der. Da ich schon gedacht habe, dass ich es ausmachen will, habe ich es mir schon runtergeladen. Ja, so. Aber warte mal, du brauchst jetzt, man hast du die ganze Version runtergeladen? Ich habe das nur zum Starten. Also das Quick Support? Ja, genau. Ja, super, Lukas, du bist ja voll gut drauf. Gut, dann probieren wir das gleich aus. Okay, Doc. Das heißt, er hat den Quick Support runtergeladen, so machen das meine Kunden auch. Warte mal, nein, das machen wir nicht. Das legen wir runter. So, bei mir ist der Teamviewer da. Normal möchte ich sie von selber an. Ja, ist eh schon da. Business. Okay, Fernsteuerung. Sagst du mir mal deine Partner-ID? Ja? Ja. 980. Schauen wir mal. Authentifizierung ist gut. Dein Passwort? A kleingeschrieben. JCK Q39 aus. Doch noch. Alles klar. So groß ist das schon. Gut. So, jetzt bin ich bei dir. Warte, jetzt müsstest du da den Lautsprecher schalten. Hilfe! 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 Okay, dann okay. Sind wir ein bisschen still. Ist das gut? Schaut das? Ja, jetzt tut es nicht meckern. Warte mal, ich mache folgendes. So. Jetzt bin ich mal stumm, das heißt, jetzt kann ich mich selber mal sicher nicht hören, aber ich hoffe, ihr hört es mir noch, oder? Warte, jetzt muss ich mich live schalten. Das ist ja cool. Ja, bist du wahnsinnig. Na gut, aber das heißt, man sieht, das funktioniert. Ich könnte jetzt natürlich einmal einen Hund antun und dann mal gleich was deinstallieren. Nicht? Aber das tun wir jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich schließe das Ganze wieder, damit das Spektakel vorbei ist. Fragezeichen in die Runde. Wer von euch hat ein iPhone? Schaut, da läuft jetzt übrigens, glaube ich, gerade was, gell? Warte mal, jetzt muss ich wieder. Doch ins Teams. Wo ist mein Teams? So, hinten läuft der Flachfernseher. Mit irgendeiner, ja. Satellitenaufnahme quer über die Wüste. Was lustig ist, dass die Screen-Kalibrierung, das heißt der Farben, so wie es früher in der Fotografie war, dass du so ein eigenes Castle gehabt hast und auf dem Monitor gehängt hast und der Software dann die LEDs ausgemessen hat und damit dann die Farbkalibrierung gemacht hat. Das geht jetzt da mit dem neuen System auch. Und dann haben wir gedacht, aha, wegen dem Kaffee ist Apple TV aber sicher auch nicht. Jetzt sind wir draufgekommen, hoppala, das geht mit jedem. Das heißt, das ist nicht ein Feature vom neuen Apple TV, sondern das ist ein Feature. Das geht mit jedem Apple TV. Ich zeige es euch einmal kurz. Schaut mal das an. Das heißt, du brauchst, was du brauchst, ist das neueste Update von iOS. Und das kommt ja nächste Woche. Also ich würde mal sagen, es kommt am Montag 19 Uhr herum. Oder 20 Uhr. So war es halt immer.
Und da kommen dann viele, viele tolle Features. Vielleicht können wir die dann auch noch durchgehen, weil da gibt es ja echt Tolles. Und was macht man? Man geht einfach her, nimmt das iPhone, legt es auf den Fernseher drauf, das iPhone mit der Kamera checkt, hey, da sind LEDs dahinter und fängt an zum Kalibrieren und dimmt dementsprechend die Form so auf dem Apple TV, dass die halt ultra gut sind. Sieht man da im Video. Also, so schaut das Ganze aus. Man legt es auf den Fernseher drauf, dann misst er das Ganze und dann ist die Kalibrierung vorbei. Color Balance complete. Für alle, die es nicht gesehen haben, obwohl ich glaube, ihr kennt es, das ist das eine Video vom AirTag. Cheers. Vielleicht noch einmal kurz zu den AirTags. Bei ein paar Klassen habe ich es ja erklärt. Das ist wie gesagt diese Schicht. Ich meine, da hätte ich das Unboxing auch noch dabei. Dass man halt diesen Art Schlüsselanhänger hat oder Rucksackanhänger oder was auch immer. Na gut, vielleicht wäre es doch nicht schlecht, wenn man es kurz mal startet. Also, das kann ich anbringen, wo ich mache. Und dazu brauchst du den U1-Prozessor, wie gesagt. Also der wirklich auf Meter genau in Räumen orten kann. Dann hat man jetzt im neuesten iMac und auch im neuesten iPad Pro den M1-Prozessor drin. Und ich habe es teilweise auch im Unterricht ja schon erklärt. Das heißt, der M1-Prozessor ist ziemlich das Schnellste, was es gibt. Ein System on a Chip, wo wirklich die GPU, sprich die Grafikkarten und das Memory und der 8-Core von Apple direkt integriert ist. Und es auch ermöglicht, dass ich iOS-Apps direkt jetzt da auf macOS Big Sur starten kann. Ich mache jetzt nur ein Beispiel da, das wäre mein Lieblingsspiel, das ich am iPhone so gern spiele. Und das kann ich da jetzt groß schalten und ich weiß nicht, wer von euch schnappt. Ja, da können wir gleich mal zutrauen. Schnapp. Weil das gehört alles mir, das muss sich ausgehen, würde ich mal sagen. 39, uah! Da ist der Deppert. So, geht sie aus. Also, das ist eine iOS-App. Ich habe es einmal auch so kurz erklärt. Das wäre ja fast wie wenn es der Android-App auf dem Windows laufen lässt. Nur das geht halt in 5 Jahren noch nicht. Aber Apple hat es geschafft, dass jetzt durch diesen M1-Prozessor es möglich ist, wirklich auch diese iOS-Apps zu fahren. Das war immer mein großer Wunsch, da haben wir echt lang diskutiert. Ich war das letzte Mal in San Diego mit dabei. San Diego ist jetzt nicht das, wo der Apple Park ist, also diese Kommandozentrale, das ist in San Jose, aber das ist alles Kalifornien drüben, also das ist alles an der Westküste. Und ja, und die haben es möglich gemacht. Aber dazu hat es wirklich eine neue Prozessorarchitektur braucht. Und jetzt muss man auch noch was aufpassen. Virtualisierung, glaube ich, sagt euch ja was. Das heißt, ich habe da macOS Big Sur laufen, also wenn ich da schaue, schwupps, das ist macOS Big Sur. Alles klar.
Bitte auch aufpassen, man braucht ja nicht immer eine App, das wisst ihr ja eh, nicht? Also, weil das vergessen ja auch viele, dass sie sagen, ich brauche da die App, aber das ist ja ein Blödsinn, weil ich gehe jetzt da auf Insta, schwupp, im Webbrowser und habe jetzt meinen Insta-Account von heute. Das ist übrigens The Door is Open. Das ist das, wo ich heute gegangen bin. Hey, da sind ja halbwegs Herzerler. Ist das lieb? Also man kann sehr viele Dinge auch im Webbrowser machen. Ich sage auch zum Beispiel, wenn du einen Apple-Computer hast, kannst du auf iCloud.com gehen, dich da anmelden und hast auf alles Zugriff. Fingerprint drauf, zack, Anmeldung, fertig. So, das heißt, im Webbrowser habe ich Zugriff auf alle meine Daten, die auch das iPhone und das iPad und der Mac und das MacBook hat. Das heißt, da habe ich meine 240.000 Fotos drin, die ja alle in der Cloud bei Apple gespeichert sind. Schwupsi, schwupsi. Ja, da hätten wir jetzt das Foto genau, was ich vorher gemacht habe heute, nach der Gartenpflege. Und jetzt kriegen wir ein bisschen einen Anfall. Machen wir mal die iPhone-Suche. Da drinnen würden jetzt übrigens auch die AirTags auftauchen, gell? Aha, da drüben ist meine Tochter im Buch. Wenn ich da jetzt einzoome, tut es mir jetzt nicht auslachen, gell? Das ist mein Apple Park. Das ist cool, oder? Grün ist eingeschalten, grau ist ausgeschalten. Also, wenn ich da jetzt die Listen aufmache, das ist alles, was ich so habe. Also da hätten wir, wenn wir es kurz durchgehen, ein AirPod 2 Leder, das ist der da. Also das, was ich vorher zum Telefonieren verwendet habe. Dann die Apple Watch, dann ein 12er iPad, ein 1er iPad, das MacBook Air ist das, mit dem ich gerade sende. Das Telefon von meiner Frau, dann iMac steht da nebenan. Was haben wir dann noch? Dann das iPad Pro macht jetzt gerade die Bildschirmübertragung. Dann haben wir noch zwei AirPods. Dann den AirPod Max. Zu dem kommen wir noch, wenn wir dann jetzt zu den Audios kommen. Die AirPods Pro haben wir. Dann haben wir noch drei andere Apple Watches. Dann noch ein iPad, ein iPad Mini. Das ist mein Telefon, das gerade filmt. Ein iPod, zwei iPods, zwei alte. Und das MacBook, das in der Schule liegt. Und das sind meine Kinder. Die haben jeweils ein Telefon. Die Tochter hat sogar eine Watch und mein Bruder ein iPad Mini. Und so schaut es da aus in der Karten, also na Havidere. Also das ist das, was ihr euch gerade jetzt befindet und wo die ganzen Dinge daheim sind. Und wenn jetzt mein Schlüssel angenommen da oben am Sportplatz liegen lasse, dann könnt ihr den, wie gesagt, da drinnen jetzt im Webbrowser auch sehen oder in der Wo ist App. Das heißt, du sagst einmal, pass auf, Jonas. Jetzt gehen wir da wieder her. Insta ist einmal so deins, hast du gesagt, gell? Habe ich natürlich auch lauffähig am iPad. Schnupsi-Schnapsi. Gut. Schaut ja gut aus, gell? Also auch da kann ich natürlich jetzt zu mir gehen. Achso, das muss ich da machen. Das ist klar. So. Gut, was hast du sonst noch zu bieten? Mein Insta hat ja jeder, schätze ich für euch, Ja, oder? halt YouTube. Ja, YouTube, warum? Weil dort können wir die Tausende von Videos spielen. Ja, dann das Spotify. Mein Spotify. Das heißt, du bist ein Apple-User und hast nicht Apple Music. Kann man so sagen, ja. Schade, gell? Weil dort habe ich alle Millionen, also schaut euch das einmal an. Was ist denn zurzeit in die Charts bei euch? Wer kann mir denn irgendwas sagen, was er gern hört? Spotify. Na, einen Interpreten, irgendein Harvey, der singt oder ich weiß nicht was. Was hört denn hier für Musik? Was würde ich denn aussuchen? Ich meine, obwohl es ist eh mit Spotify vergleichbar. Das heißt, was in Spotify gibt es ja auch alles. Aber kann man irgendwen nennen? Irgendeine Band oder irgendeinen Sänger oder irgendwas, ein DJ oder ich weiß nicht was. Und jetzt nicht sagen Udo Jürgens oder so, gell? Weil das ist nicht eure Generation. Na, denkt mal nach. Irgendeiner schreit aus. Was habt ihr denn?
Boah, du schlafst sie auf die Nacht schon. Was ist denn da los? Ja, dann gib halt ich was ein. Jetzt gebe ich ganz was deppert ein. Storkogler. Den gibt's nicht mehr. das ist jetzt ein fuller Huller, gell? Die Storkogler. Da bist du deppert. Also alles, was die jemals gemacht haben, ist da. Alle Alben anzeigen. Ja, hin und her. Und dann kannst du schon losstarten, gestreamterweise. Ich meine, jetzt will ich euch das nicht antun, gell? Ja, also man sieht Kapstadt, du hast noch Fenster. Oder schon Fenster, besser gesagt. Ja, verwendet wer von euch Zoom? Nix? Zoom wäre halt auch so ein super Videokonferenz-Tool, was nichts kostet. Auch mit Bildschirmübertragung und du kannst beliebig die Leute gleich so dazu einladen, ohne dass du jetzt bei einem Microsoft Teams muss das alles eingerichtet sein mit einem Office 365-Account. Und bei Zoom geht das auch nicht im ganzen Klumpert. Gut, so viel dazu. Wie spät haben wir denn? Ja, eigentlich sind wir, nein, Moment, 6 bis 8 haben wir schon noch Zeit, wo wir wollen. Aber ich möchte dann eher aufhören von meiner Seite, sondern dass ihr vielleicht ein paar Fragen stellt oder sonst irgendwas. Acoustic Spirits. So, jetzt passt's auf. Meine absoluten Lieblinge sind die da. Ich meine, sie haben auch die Welt revolutioniert, weil ich war der Erste, der die weißen komischen Dinge in die Ohren gehabt hat. Mittlerweile laufen fast nur mehr solche Leute durch die Gegend. Das sind AirPods 2. Man hat gehofft, dass Montag die Dreier vorgestellt werden. Ich wüsste eh nicht, was die Dreier mehr kennen sollten, weil die haben schon Mikros einbaut. Die haben das Hey Siri, wo ich frage, wie spät ist und wie wird das Wetter morgen. Und ich kann einen Telefonanruf abheben und ich habe keine Kabeln. Also die sind, und vor allem sie liegen im Ohr bei mir echt tiptop und fallen nicht raus. Also das mag ich echt sehr gern. Was ich gar nicht gern mag, sind halt die. Das sind die AirPod Pro. Das sind In-Ear-Kopfhörer. Und die hasse ich eher. Also die könnt ihr mal kaufen, wenn ihr wollt. Weil die musst du so tief einstecken da ins Ohr. Sonst hörst du den Bass nicht. Und außerdem, was für mein Ohr ist das nicht baut, das fällt mir dann immer wieder aus. Also das ist irgendwie lästig. Das tue ich gleich mal weg. So, was absolut natürlich der hellste Wahnsinn ist, das sind die da herunten, meine AirPod Pro Max. Also was Stylischeres hat es noch nicht gegeben. Das sind natürlich On-Ear-Kopfhörer, die komplett übers Ohr drüber gehen. Ein Noise-Canceling haben, wie es noch nie auf der Welt war. Schaltermäßig hast du nur diese Digital Crown, das ist eigentlich wie auf der Apple Watch ist, nämlich nur so ein Radl da, wo du einfach laut leise machen kannst, wo du mit einem Tipp Pause machen kannst, ein Doppeltipp vierer schalten, ein Dreifachtipp zurückschalten, vom Stück her ein Telefongespräch abnehmen kannst und vorn eine Tasten, wo du den Transparency Mode einschaltest, sodass er seine vier Mikros, die da verbaut sind, zusätzlich einschaltet, damit du die Autos hörst oder auch den, der auf das Straßen geht und mit dir redet. Weil dann gehe ich auf Pause und auf Transparency Mode und dann höre ich den durch die Lautsprecher und ich brauche meinen Kopfhörer nicht übernehmen. Nur allerdings aufpassen, das Teil ist nicht nur geil, sondern wirklich teuer auch. 630, glaube ich. Oder ja, 630 Euro. Aber halten 20 Stunden und haben einen Sound jenseits. Also ich gehe mit denen walken, das ist echt cool. Und sind auch nicht unbedingt so schwer wie manche andere. Ich meine, die Frage ist ja, was ihr sonst noch habt. Ich habe da dann noch alles durchprobiert. Das sind zum Beispiel Soundcores. Die kosten nicht viel. Die kosten, glaube ich, einen 70er, 80er. Sind auch mit Noise Cancelling, die Kopfhörer. Für die Hi-Fi-Freaks hat man da Bose natürlich. Obwohl gegen den AirPod Pro Max kommt nichts zu, wie muss ich auch sagen. Das wären die Bose-Sachen da. Ja, dann haben wir, was haben wir da, Schenz? Party Mode. Wie macht ihr euch ein Party Mode? Das wäre jetzt eine Bluetooth-Box von Bose, damit man halt klasse Musik spielt.
Hat wer von euch JBL daheim? Sagt euch das was, die Marke? Ja. Ja, schaut ja, mal. Ich habe eine Box von JBL. Das ist mein Liebling. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist die JBL Pulse 4. Schreibt man es einmal ein. Whoopsie. Rump. Der Rimp. Ja, dazu gibt es auch eine App, wo du dann verschiedenste Modis umschalten kannst von Flammen und so weiter. Und jetzt das Spannende ist, ihr seht, das Ganze ist 360 Grad LED beleuchtet und fließend von der Farbe her und hat einen Mega-Sound. Und nicht nur das, sie kann das, was auch die Apple-Boxen kennen, sprich der HomePod Mini und der große HomePod, du kannst da mehrere Stück miteinander verbinden. Also das ist jetzt eine Box, ich könnte zwei haben, dann habe ich Stereo-Klang und ich könnte bis zu 100 solche Pulse 4 haben und verteilen in meinem Lokal oder in der Wohnung und Musik hören, dass in jedem Winkel die Musik abgestrahlt wird. Hat auch eine unglaubliche Akkuleistung, ich meine, obwohl nicht so wie der AirPod Pro Max vor 20 Stunden, sondern nur 12, aber immerhin spielt die volle Kanne 12 Stunden am Block und flackert noch wunderschön mit. Also wenn man sich das anschaut, warte mal, habe ich da die Music-App drauf? Schauen wir mal. Ja. Und das iPhone 12, das hat jetzt auch diese mehreren Farben aufgrund des Spring-Events. Also wenn du da jetzt kaufen gehst, Schnupsi, Schnapsi, ja, dann nehmen wir halt das Mini, ja, muss nicht sein, das Normale. Dann sieht man, da haben wir jetzt 6 verschiedene Farben. Und das ist ja am Montag dazugekommen. Und da haben ja ein paar Mädels von euch dann aufgeschrieben und gesagt, das möchte ich aber haben, dieses super Violett. Nicht? Ja, das haben sie halt blöderweise erst am Montag announced, dass es das geben wird. Und ich glaube, dass die Form im Herbst dann nicht mehr gibt. Dann wird es wieder die drei üblichen geben, nämlich Gold, Silber und Space Gray. Obwohl, jetzt muss ich auch sagen, was ist jetzt schon eine Farbe von einem Handy, wenn ich dann sowieso, wo habe ich es denn da? Verdammt, na egal, schau, machen wir das einmal auf, mal schauen, ich sehe nie was bei euch. So, wenn du eh dann, hoppsala, so eine Höhen aufgetust, dann ist ziemlich wurscht, welche Farbe das Handy hat. Das heißt, ein buntes Handy hat ja eigentlich nur einen Sinn, wenn ich gar keine Hülle aufhöre, weil dann kommt die Farbe zur Geltung. Kaum tue ich so eine Hülle, die ich mir selber designt habe, das bin ich halt als, was weiß ich, Pop-Art, da drauf, sobald ich die aufgeklüpselt kann, dass ich violett sein, wie es will, und gold sein, wie es will, das sehe ich ja so und so nicht. Gell? Also, die Farben sind in dem Fall wurscht, außer du verwendest dein iPhone ohne Hülle. Dann kommt das Violett schon ultra cool. Ja. Gut. Ja, also und so viel dazu. Diese 6 Formen kannst du jetzt kaufen und ich glaube, dass du im Herbst wieder nur die 3 üblichen Metallgeschichten kriegst. Gold, Silber und Space Gray. Gut, sonst noch irgendwas? Irgendeine Frage? Tja, jetzt sind wir schon wieder nein. Da sind ein paar kurz rausgegangen. Ne? Ja, ich hätte uns da gefragt zum neuen iPad Pro. Ja. Wo ist da der große Unterschied zwischen dem aus dem letzten Jahr? Ne? Okay, das, was ich da jetzt drüben stehen habe, ist das vom letzten Jahr. Gell? Der Unterschied ist das: Das neue iPad Pro gibt es jetzt auch wieder mit 12,9 Zoll. 12,9 Zoll ist Zeitungsgröße, gell? Also kleine Zeitung, sagt er was. Das ist so groß wie die kleine Zeitung. Also fett groß. Aufpassen, der Unterschied, der negativ ist, es ist dicker wie das alte iPad. Ich meine, minimalst, vielleicht 1 Millimeter, aber es ist dicker. Also es ist dicker und schwerer. Aber der Vorteil ist, es hat einen M1-Prozessor drin. Das heißt, sie haben auch gesagt, ein schnelleres Gerät zurzeit gibt es auf der Welt überhaupt kein vergleichbares wie das iPad Pro, das neue mit einem M1-Prozessor. Also das verblasst jedes MacBook Air, jeden iMac und jeden PC und jedes Notebook aus dem Stegreif heraus.
Es gibt da auch ein Video dazu, wo man sieht, wie der da drauf herumkonstruiert. Man hat auch gehofft, dass jetzt da dieser neue Apple Pencil 3 kommt, obwohl auch da schon wieder, ich wüsste nicht, wo es der kann, weil meiner ist ja auch schon sensitiv, dass ich ganz feine Linien ziehen kann, und wenn ich fest aufdrücke, dann macht das schön so richtig wie ein Stift halt. Ne? Was der Neige dann kann, weiß ich nicht. Also muss man sich anschauen. Sechst hinten, das Android-Handy spielt sowieso verrückt. Handy ist sogar nicht Tablet. Also im Wesentlichen, ich werde mir das iPad Pro ja auch da sparen, weil es hat nur den M1-Prozessor drin und der wirkt sich ja nicht aus, dass ich iOS-Apps laufen lassen kann, weil das tut es ja sowieso. Beim Mac ist es was anderes. Also mein iMac hat keinen M1-Prozessor, dort kann ich keine iOS-Apps laufen lassen, so wie da das Schnapsen. Das kann ich nicht. Also beim iMac würde es schon was bringen, wenn ich den Neigen habe mit dem 1, obwohl das ist ja nicht mein Deal, ich habe ja genug Geräte. Also ich fahre die iOS-Apps dort, wo sie hinkehren, nämlich aufs iPad oder am iPhone. Okay. Also sonst würde ich sagen, und es hat natürlich den neuesten Prozess, also nicht nur den M1 drinnen, sondern auch, das haben sie auch gezeigt von den LEDs, die da leuchten. Da gibt es ein eigenes Video dazu, wo sie dann ultra weit hineinzoomen, bis du die LED siehst, wie sie aufgebaut ist. Also da haben sie jetzt was verbaut, sowas gibt es kein zweites Mal. Also das sollte das beste Display on Earth sein, das eine Auflösung hat und eine Leuchtintensität, der jenseits ist. Also das ist, sollte das beste Display sein. Wer es will, schaut es einmal beim Mediamarkt an oder bei den Apple Stores, weil es gibt bei den Mac Shark und was weiß ich. Oder wer einmal in Wien ist, der ist sowieso aufgerissen, dass er in die Kärntner Straßen geht, zum echten Apple Store. Und dort kann man das iPad Pro dann sicher das Neueste anschauen. Natürlich wird man sagen, wow, also das ist sicher das schnellste und geilste Gerät auf Erdboden, wer was Großes braucht. Gell? Gut, sonst noch irgendeine Frage? Wir liegen super in der Zeit. In 2 Minuten wäre eigentlich die Session vorbei. Ja, ja, wisst ihr was? Da machen wir noch eine Abschiedsmusik. Schauen wir mal. Was haben wir denn da scheint? Oh, nein, das darf ich nicht machen. Jetzt habe ich. Ja, bist du deppert. Nochmal die Steinkugel drin. Die will ich nicht haben. Nehmen wir da irgendwas. Nein. So, ich würde sagen, wisst ihr was, starten wir ins Wochenende. Es ist zwar schon Samstag, aber morgen ist trotzdem Sonntag. Das heißt, das Wetter wird auch wieder schön sein. Es wird kälter sein, müsst ihr ein bisschen wärmer anziehen. Es hat mich gefreut, dass ihr bei dieser ersten Apple Special Session dabei wart. Vielleicht hat der eine oder andere doch was Neues gehört oder gesehen, das weiß ich nicht. Es gibt noch 1000 Sachen zum zeigen, weil man kann sich ja allein mit einer App schon so lange beschäftigen, dass man sagt, ja unglaublich, was der alles kann und was man mit der alles machen kann. Oder ja, obwohl Geräte, glaube ich, bin ich ziemlich alle durchgegangen, die zurzeit am Markt sind. In dem Sinn wünsche ich ein wunderschönes Wochenende. Danke für die Teilnahme und vielleicht machen wir irgendwann in einem Jahr oder in einem halben Jahr oder spätestens vielleicht in einem Jahr wieder mal so eine Session, ganz ungezwungen, wo wir Question and Answers machen können, Fragen und Antworten stellen können, wo ich auch schon die neuen Sachen herzahlen kann, weil den AirTag kann ich ja eigentlich dann live an der Schule schon zahlen. Nicht kommende Woche, weil ich sie auch gravieren habe lassen. Und das Gravieren bedingt, dass ich es erst Mittwoch kriege, nächste Woche. Also nicht nächste, übernächste Woche. Weil das Gravieren heißt ja, da müsst ihr meine Viere einlegen und dann müsst das eine gläsert werden. Also die nicht gläsert sind, out of the box, die kriegen es nächste Woche schon am Freitag. Und ich muss halt noch 3 Tage länger warten. Aber übernächste Woche kann ich euch die AirTags zeigen, dann könnt man Spiel spielen. Ihr versteckt meinen Schlüssel und ich suche ihn. So in der Art. Also in dem Sinn, wunderschönes Wochenende. Danke für die Teilnahme. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Wir sehen uns nächste Woche bis 17. Ihr wisst es eh, im Schichtbetrieb. Das Testen bleibt uns nicht erspart. Die FFP2-Masken bleibt uns nicht erspart. Beim Testen könnte es sein, dass ein bisschen strengere Tests kommen, die jetzt nicht diese Nasenbohrer-Tests sind. Das weiß ich aber noch nicht.
werden wir sehen, wird uns auch wurscht sein, weil ich glaube, der Mai heißt schon, dass alles öffnet und wir hoffentlich einigermaßen wieder mal was Gescheites essen gehen können oder was weiß ich, ins Kino vielleicht könnten, das wäre schon wieder mal cool. In dem Sinn, man sieht sich oder auch nicht, je nachdem, wie der Betrieb ist, nächste Woche, spätestens über nächste Woche. Danke fürs Dabeisein und alles Gute, gell? Schönes Wochenende. Tschüss. Aber es war eine Brust, dann noch.